Hallo und herzlich willkommen wieder bei mir in der Küche. Heute, ja, für die Suppenträne mal wieder eine schöne Suppe. Und zwar mit geröstetem Gemüse und, nein, es ist nämlich eine Karottensuppe. Aber mit Porree auch und ganz wichtig Knoblauch, und zwar sehr viel Knoblauch. Der wird aber einfach auch mitgeröstet. Es geht einfach los mit dem lästigsten eigentlich und das ist einfach hier das Gemüse putzen, wobei ich jetzt bei dem Porree nur Porree oder Lauch, je nachdem was man sagen möchte, die äußerste Lage wegnehme und hier halt dann das Wasser durchlaufen lasse. Sollte da noch was Sandiges sein, dass das natürlich dann weg ist. Und hier, wo es dunkelgrün ist, da mache ich doch ein bisschen mehr weg auch. Aber das kommt auch noch hinzu. Aber das ist ja meistens auch dreckiger. Obwohl ich sagen muss, ja, ich weiß gar nicht, warum die das gemacht haben. Ja, wahrscheinlich, weil der Porree jetzt Stückpreis hatte und nicht nach Kilo. Da haben die nämlich oben das, was schon fies war, weggeschnitten. Ja, geschickt sind sie. Ne? Aber wenn es nach Kilopreis gibt, dann wird das nicht weggeschnitten. Ne? Ja. Aber schön mit dem Wasser so durch die Lagen, weil, wie gesagt, da ist immer noch der Dreck drin. Also bei mir waren es insgesamt 2 große Porree-Stangen. Und die Stangen, die schneide ich mir so in, naja, was ist das, 5 cm lange Stücken und gebe es mir einfach aufs Blech, denn es wird eine, ich weiß gar nicht, habe ich es jetzt eigentlich schon gesagt, eine geröstete Möhrensuppe. Ja, auch wenn sich bisher alles um den Porree dreht, aber es wird die geröstete Möhrensuppe. Und deswegen wird es natürlich geröstet. Ich habe jetzt den Backofen schon angestellt auf 200 Grad Umluft, also schon auch ein bisschen heißer. Und ich ziehe mir jetzt ganz wichtig hier die Handschuhe an, also mit ganz wichtigem Blick. Das ist natürlich nicht nötig, es ist nur nötig, weil ich allergisch bin. Und ich bin so allergisch drauf, dass wenn ich hinterher mit der Hand mir irgendwie ins Gesicht fasse, dann fange ich an zu kratzen und dann höre ich ja nicht mehr auf. Bestenfalls wirklich nur so an der Haut, aber wenn es ganz schlimm kommt, oh, wenn das meine Augen erreicht, kann ich eigentlich gleich ins Bett gehen und schlafen, weil das hört nicht mehr. Also es, dann tränen die Augen wie bekloppt, habe ich keine Lust drauf. Deswegen mit Handschuhen. Die werden natürlich nochmal verwendet, dann zum Putzen oder so. Also, das ist ja immer so, ich möchte hier nicht leichtfertig mit so dämlichen Handschuhen rummachen, aber in dem Fall geht es halt leider nicht anders. Und wie immer am besten dieser 1,50 Euro Spargelschäler vom Spargelhof im Münsterland. Was Besseres gibt es gar nicht. Da kommen auch namhafte Produkte echt nicht dran. Und ich habe nur den Backofen schon angemacht, weil ja 200 Grad, also Umluft ist ja eigentlich schnell immer erreicht, aber 200 Grad dauert auch ein bisschen länger. Obwohl, das setzt mich jetzt natürlich auch schon ein bisschen unter Druck, weil ich möchte natürlich nicht, dass der schon ewig vorgeheizt ist und ich bin hier noch nicht fertig. Wobei, die Möhren, ich werde sie gleich noch abwiegen, wie viel es dann im geputzten Zustand ist. Denn darauf kommt es immer drauf an, weil man muss ja doch manchmal auch ein bisschen mehr wegschneiden. Also gerade hier oben und unten, das schneide ich eigentlich immer ziemlich großzügig auch weg. Also jetzt im geputzten Zustand 755 Gramm. Ich schneide mir die, naja, in grobe Stücke auch. Das kommt hinterher noch in Thermomix. Natürlich muss es nicht, man kann auch einen anderen Mixer nehmen. In dem Fall könnte man sogar auch einen Pürierstab hinterher benutzen. Also das wäre auch überhaupt gar kein Problem. Und ich glaube, in dem Fall ist meine Suppe sogar auch vegan, weil ich ja meine Hafercuisine da reingebe. Ja, also sogar vegan. Was bei mir jetzt nicht sein muss, aber immer super ist, wenn es sich einfach ergibt. Dann 2 weiße Zwiebeln. Ich könnte jetzt sagen, dass es ganz wichtig ist, weil die so besonders sind. Nee, habe ich noch von Weihnachten, vom Einlegen und deswegen
nehme ich die. Ansonsten hätte ich ganz normale Zwiebeln. Oder ich nehme ja gern Schalotten auch. Also deswegen, Schalotten hätte ich dafür auch nehmen können. Und die achtel ich jetzt auch nur, also einfach in groben Stücken. Denn, wie gesagt, es wird ja hinterher noch püriert. Und jetzt als absolute Besonderheit der Knoblauch. Leider musste ich hier ein paar von den Knoblauchzehen schon rausnehmen, weil die einfach nicht so schön aussahen. Ja, aber im Normalfall eigentlich eine komplette Knoblauchzehe einfach nur einmal in der Mitte durchgeschnitten. Aber da sehe ich auch, dass hier schon, das ist das Gute, wenn man so durchschneidet. Da sieht man nämlich schon die Stücken, also die einzelnen Zehen, die nicht so gut aussehen. Da schneide ich natürlich weg, also wenn hier jetzt sich sowas auftut. Und das wird hier auch einfach mit draufgelegt. Und das wird jetzt einfach mit Olivenöl beträufelt. Das waren bei mir jetzt vielleicht 50 Milliliter. Mehr war das gar nicht. Also, das ist jetzt das Blech. Der Backofen hat schon gepiept, der ist schon vorgeheizt. Und das geht jetzt für 40 bis 45 Minuten auf mittlerer Schiene bei 200 Grad Umluft. Ich bin hier sowieso dabei, deswegen sollte es zu heiß werden, würde ich es noch abdecken, weil es soll rösten, es soll auch wirklich Röstaromen bekommen, aber natürlich nicht verbrennen. Ne? Also ich gebe jetzt erstmal 40 Minuten an. Also ich kann sagen, mit den 40 Minuten, das war genau richtig und ich gebe mir das jetzt hier in den Mixtopf. Oder ihr gebt es in den Topf und macht es mit dem Pürierstab. Und hier kommt jetzt alles in den Topf, außer natürlich die Knoblauch. Die nehme ich hier schon mal raus. Denn die werden jetzt gleich so rausgedrückt. Und da wollen wir natürlich nicht die ganze Haut von dem Knoblauch mit drin haben. Also die ich einzeln noch hatte, die so abgefallen sind, die nehme ich natürlich auch hier schon gleich raus und drücke mir die hier rein. Ja, knoblauchlastig, aber das schmeckt. Ich konnte nämlich jetzt gleich auch hier meine Schafskäsehörnchen in den Backofen dann packen. Also so ist wirklich dann auch, dass man den Backofen aufheizt, die Energie auch wirklich genutzt. Und ja, da achte ich ja schon auch ein bisschen zumindest drauf, dass man hier nicht vergeudet. Und mit dem restlichen Knoblauch mache ich das halt auch, dass ich den hier einfach rausdrücke, dass ich die Haut natürlich in der Hand festhalte. Nochmal gucke. Also was noch sich da reingeschmuggelt hat, das suche ich natürlich raus. Aber das geht richtig einfach. Und vor allen Dingen, es macht natürlich auch nicht so viel Arbeit, als wenn man die jetzt vorher alle, ich meine, dann hätte man sie sowieso nicht rösten können. Wenn man die ohne Haut in den Backofen gibt, dann verbrennen die nur. Also das muss mit der Haut sein. Deckel auf und für 30 Sekunden püriere ich das jetzt schon mal auf 5. Da kann ich sagen, dass nach bereits 10 Sekunden oder 12 Sekunden läuft der hier ziemlich ins Leere. Da muss ich erstmal nochmal wieder hier runter schieben. Jetzt geht es weiter mit der wilden Luzi. Also das ist natürlich jetzt schon mal eine schöne breiige Angelegenheit. Es soll aber nicht breiig werden. Es soll eine schöne Suppe werden. 800 Milliliter Wasser, dann ein Esslöffel Gemüsebrühe. Also ihr natürlich nach Belieben. Ich bin da ja immer ein bisschen großzügiger mit. 2 Teelöffel Curry, etwas Salz und Pfeffer. Jetzt aber noch nicht zu viel, da ich das dann lieber gleich nochmal abschmecke. Die Gemüsebrühe ist ja auch meist gesalzen. Ja, aber noch ein bisschen Pfeffer. Und das wird jetzt für 10 Minuten auf 100 Grad und auf Stufe 2 erstmal schon mal schön eingekocht. Das wird gleich nochmal püriert.
Und es kommt dann aber noch hinzu die Hafersahne. Da nehmt ihr halt, was ihr wollt. Es wird nochmal mit einem Spritzer Zitrone abgeschmeckt. Und dann ist sie nämlich auch schon fertig. Also nochmal abgeschmeckt natürlich. Ja, ich freue mich total. Heute ist auch so ein useliges Wetter. Da gibt es ja nichts Schöneres als so eine frische Suppe. Die 10 Minuten sind rum und ich püriere das jetzt nochmal für 15 Sekunden auf Stufe 5. Und ich muss sagen, ich muss jetzt auch auf den Topf zurückgreifen, denn das ist mir einfach zu pampig. Ich will es suppig haben. Und deswegen, also das war jetzt die Vorbereitung und jetzt geht es nochmal in den Topf und dann kommt nochmal Brühe hinzu und nochmal die Hafercuisine. Also wie gesagt, das ist mir zu pampig. Also das ist einfach das Leid mit dem Thermomix, dass der Topf zu klein ist. Die Hafercuisine. Das schon mal verrührt. Und da muss auf alle Fälle noch Brühe zu. Aber für denjenigen, der so eine dicke Suppe möchte, für den wäre es jetzt perfekt. Aber wie gesagt, bei mir soll es eine schöne suppige Suppe werden. Und nochmal 700 Milliliter Wasser. Ja, jetzt ist das mit der Konsistenz genau, wie ich das möchte. Definitiv. Aber da muss jetzt natürlich dann auch nochmal etwas mit Gemüsebrühe nachjustiert werden. Und dann haben wir es jetzt auch gleich. Das natürlich nochmal kurz durchziehen lassen. Und jetzt ist es wirklich die Konsistenz, die ich gern hätte. Es wird jetzt nur nochmal abgeschmeckt, auch so ein bisschen Frische reinzubekommen mit ja, ungefähr einer halben Zitrone. Und ich habe natürlich auch nochmal gesalzen, also vom Salz reichte das auch noch nicht. Aber das ist wie immer mit dem Abschmecken, das macht ihr natürlich so, wie ihr es am liebsten mögt. Und ja, ich immer ein bisschen mehr Salz, wer das nicht möchte, lebt natürlich gesünder, viel, viel besser. Und jetzt gibt es noch die Geschmacksprobe, also nachdem es ja jetzt im Topf fertiggestellt werden musste, einfach aufgrund der Platzproblematik. Aber sehr, sehr lecker. Würzig, aber mit dieser Zitrone. Also ich würde auf keinen Fall die Zitrone weglassen. Das gibt so eine Frische. Also einfach eine super Suppe, gerade noch jetzt auch in dieser kalten Jahreszeit. Ich habe ja hier meine gefüllten Hefeteilchen dabei und damit ein ganz tolles Essen. Also, ich kann es euch unten aufschreiben, empfehle es euch und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!